So, liebe Freunde, willkommen auf der Nürnberger Spielwarenmesse am Messestand von Falla. Wir schreiben das Jahr 2023, sind froh, dass wieder eine Messe stattfindet. Und mit meinem Gesprächspartner an meiner Seite, mit Andreas Braun, möchte ich gerne Ihnen die Neuheiten von Falla dieses Jahr vorstellen. Und da freue ich mich auch ganz besonders drauf, dass Andreas Braun Ja gesagt hat. Genau, wir sehen uns wieder ein Jahr später, diesmal wieder in Nürnberg und nicht bei uns in Gütenbach. Und es ist mal wieder schön, den Messeduft zu schnuppern und hier unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Muss ich ehrlicherweise sagen, liebe Freunde, uns als Medienteam geht es genauso. Es ist schon ein besonderes Feeling. Sie hören es vielleicht gerade, irgendwelche Loks pfeifen im Hintergrund. Man hört Schienenrattern. Es ist der Laut der Leute. Also es ist irgendwie schon eine ganz tolle Sache. Aber darüber wollen wir gar nicht sprechen. Das wollten wir Ihnen nur mal kurz sagen, dass wir uns sehr freuen, wieder hier zu sein. Wir wollen ja die Neuheiten besprechen. So, und die wichtigste Neuheit möchte ich Ihnen erstmal nicht vorenthalten. Das ist, dass Falla bekannt gegeben hat, dass das Tunnelbohrsystem in der Auslieferung ist. Ja, die Tunnelbohrmaschine hat es in die Auslieferung geschafft. Und die Resonanz, die ich bisher mitbekommen habe, war durchweg positiv, muss man wirklich so sagen. Einfach mal was ganz anderes, Neues. Und sicherlich zum Aufbau eine Herausforderung. Also das sollte nicht das erste Modell sein, mit dem man anfängt. Und wir sind sicher stolz drauf, dass die jetzt den Weg in den Handel gefunden hat. Und ganz wichtig, liebe Freunde, das hat er gerade verschwiegen. Er hat aufgerufen, dass doch die Modellbahnfreunde Bilder ihrer Tunnelbohrmaschine schicken sollen, wenn sie auf der Anlage aufgebaut ist. Richtig? Ja, sehr gerne sogar, weil ich selber habe mir überlegt, wo würde ich sie auf meiner Anlage unterbringen. Habe mir dann den Schattenbahnhof überlegt, weil da hat man noch eine Ebene, die man gut ausgestalten kann. Und mich würde es interessieren, wo bauen die Modellbahnerinnen und Modellbahner ihre Tunnelbohrmaschine auf? Sie haben es gehört, so ist es und so machen wir es. Aber jetzt kommen wir zur ersten Neuheit. Und da ist die Frage, wo werden Sie es denn jetzt aufbauen, was wir Ihnen vorstellen? Ja, die Firma Falla ist sicherlich auch bekannt für das Thema Kirmes. Und unsere Fangemeinde in der Hinsicht freut sich natürlich, nachdem das Dämonium kam, jetzt wieder was Größeres für das Thema Kirmes zu finden. Und deswegen sind wir ganz stolz, dass wir dieses Jahr den No Limit bringen. Ein Fahrgeschäft, in das ich mich noch nie getraut habe, muss ich ehrlich zugeben. Nicht nur du, es ist mir suspekt, so ein Gerät. Aber ich kann den Zuschauerinnen und Zuschauern versprechen, wenn das ausgeliefert wird, dann werde ich mir das sicher auch überlegen, mich mal reinzusetzen. Vielleicht nehmen wir dann die Kamera sogar mit und ja, ich denke, das wird sicher ein schönes Fahrgeschäft. Wir haben es jetzt hier auf der Messe als Handmuster, also 3D gedruckt, aber es funktioniert schon. Die Steuerung ist noch nicht endgültig, also das ruckelt jetzt im Moment noch, aber da sind wir noch viel am Tüfteln. Da geht es dann bald in die Werkzeugerstellung und dann wird es sicher für unsere Kirmes-Fans ein riesengroßes, tolles Produkt dieses Jahr. Es ist ja immer wieder schön, ihr habt ja hier auch auf der Messe so ein kleines Diorama laufen, wo dieses No-Limit-Gerät ist. Es ist immer schön, wenn man so ein, ich sag's mal volkstümlich, Rummel sieht. Das finde ich toll. Und es wird auch sicherlich nicht die letzte Entwicklung sein, die er macht. Definitiv. Also wir kommen nachher sicher auch nochmal drauf zu sprechen, weil Kirmes kann man so toll ausgestalten. Da gibt es ja alle möglichen Möglichkeiten, die wollen wir nutzen. Und da geht es immer weiter. Und jetzt haben wir natürlich dieses Jahr mal wieder was Großes. Es wird wieder kleinere Sachen geben. Figuren sind auch noch ein Thema. Und da geht es Schritt für Schritt voran. Also ich habe mir ja sagen lassen, dass es eine eingeschworene Fangemeinde gibt, die im Bereich Kirmes unterwegs ist und die wirklich darauf warten, dass also immer wieder was Neues kommt. Und ich habe ja auch schon tolle Anlagen gesehen, die das Thema Kirmes ausgebaut haben, auch mit euren Produkten. Zum Beispiel die Modelleisenbahn in Fürth im Odenwald. Die ist also, ich möchte da an der Stelle mal hingrüßen, die größte Kirmesausstellung überhaupt in Deutschland, die sie da aufgebaut haben. Also wer noch nicht in Fürth im Odenwald war, sollte mal hinfahren. Da kann man sich also diese Falla-Produkte alle ansehen, wie sie live funktionieren. Das ist ja schon mal eine kleine Anregung. Ja. So, nun wollen wir aber nicht über andere sprechen, sondern wir wollen jetzt wirklich über die Neuheiten gehen. Und da gibt es ja ein Spitzenthema, was ihr habt. Das gefällt mir persönlich übrigens auch sehr gut.
Ja, Freilassing, ein schickes Thema. Dem älteren Modellbauern sind die Gebäude vielleicht noch ein Stück weit vertraut. Damals noch unter einem anderen Namen, Pola. Und wir haben die wieder aus dem Archiv gezogen, die Werkzeuge, uns genau angeguckt, was können wir da machen. Und weil ja Rocco unter anderem sich dem Thema Freilassing angenommen hat, haben wir gesagt, dann können wir doch perfekt dazu unter anderem jetzt hier wie in den Bildern zu sehen den Ringlokschuppen bringen, weil so ein Ringlokschuppen darf eigentlich auf keiner größeren Anlage mit einem BW fehlen. Da kann man da die Drehscheibe davor packen und seine Dampfloks da perfekt reinstellen. Und nicht nur Dampfloks, sondern man kann auch Dieselloks reinfahren, aber es ist ein Thema, das stimmt, und ich habe mir das auch hier angesehen auf der Messe, liebe Freunde. Man kann alleine schon mit dem Thema Freilassing eine eigene Anlage machen. Also wer jetzt nur in einem BW rumfahren möchte mit seinen Loks, das geht genauso. Ja, also wir haben jetzt hier auf der Messe 3 Quadratmeter, 3 Meter auf 1 Meter. Und haben die Gebäude jetzt nicht ganz wie in echt aufgestellt, aber so, dass es halt für uns, für Fotografie und Co. perfekt funktioniert. Und haben da auch eine Lok, die ein bisschen hin und her rangiert. Und es gibt ja sicher auch einige, die gerne rangieren und gar nicht so die großen, langen Züge rumfahren lassen. Und da kann man eigentlich eine komplette Anlage draus ausgestalten. Und da können wir natürlich auch den Modellbahnfreunden sagen, dass zumindest die Gebäude erstmal in der Epoche 2-3 angesiedelt sind. Aber wir wissen ja auch aus der heutigen Zeit, dass die Gebäude ja immer noch stehen, dass die Gebäude immer noch stehen und auch auf modernen Anlagen eigentlich eingesetzt werden können. Also es ist eine zeitlose Geschichte. Die Frage wäre jetzt, die Tore an dem Ringlokschuppen zum Bleistift, wie kann man denn die aufmachen? Müssen die händisch aufgemacht werden oder kann man da auch eure Antriebe nutzen? Also man kann die natürlich händisch aufmachen, aber sie sind dafür vorgesehen, einen Servo einzubauen. Und mit unserer Servosteuerung dann wahlweise mit zum Beispiel einer Central Station auch als Alternative dann passend zu seinen Märklin-Produkten oder halt eben anderen Produkten die Tore aufzumachen, und dann können die Loks starten. Sind die Antriebe jetzt im Lieferumfang enthalten, wenn man sich den Lokschuppen kauft, oder muss man das extra kaufen? Der Lokschuppen ist soweit dafür vorbereitet, aber das muss man sich dann nochmal extra dazu kaufen. Ja. Zubehör muss man dann gucken, dass man die entsprechenden Servos sich kauft und so weiter. Sollte ja auch nicht das Problem sein. Ja, Stellwerk Freilassing hat man kurz jetzt mal im Bild gehabt und gesehen. Ja. Das gehört ja genauso dazu. Steht das eigentlich noch? Ich war schon lange nicht mehr da. Ich muss sagen, ich war noch nie in Freilassing. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass es noch steht. Man möge es mir verzeihen, falls ich mich jetzt irre. Ja. Aber es ist so ein Stellwerk, das hat wieder einen ganz eigenen Charme. Also es gibt ja echt Stellwerke, die sind eigentlich schon annähernd künstlerisch. Jetzt in dem Fall nicht, aber diese Rundbögen unten und oben, so eine schöne Stellwerksszenerie, die kann man sicher auch, wir haben ja auch so Stellwerksinneneinrichtungen, kann man mal überlegen, vielleicht gestalte ich das aus, setze ein Lichtchen rein, 2-3 Figuren, und dann hat man wieder ein kleines Bauprojekt, das dann groß rauskommt. Ebenfalls sehr imposant vom Bild her zu sehen ist die Wagenhalle Freilassing. Sicherlich teilweise auch als Werkstatt genutzt, aber wie gesagt, ein sehr interessante Komponente. Aber am meisten herausragend ist die BW-Verwaltung. Die Beamten haben ein tolles Gebäude gehabt. Die haben ein tolles Gebäude, und da kann ich auch noch eine Sache dazu sagen, grundsätzlich zu dem Thema. Die Gebäude sind auch patiniert schon ab Werk von uns. Also wir wollten der Pola-Geschichte natürlich auch folgen, weil damals waren das ja hochwertige Bausätze, das sind sie heute immer noch, und wir haben gesagt, die patinieren wir auch vor, damit die einfach noch realistischer rauskommen. Und jetzt gerade dieses Verwaltungsgebäude zum Beispiel passt noch ganz gut auf auch bestehende Anlagen, weil das braucht zwar in der Länge relativ viel Platz, aber in der Breite nicht. Ja. Ja, also BW-Verwaltung, also wir sehen, haben wir es auch gerade nochmal im Blick gehabt. Diese wunderschönen Detailaufnahmen machen eigentlich richtig Lust, liebe Freunde, dieses BW-Freilassing komplett zu erwerben. Ja, theoretisch ist es möglich, ja. Also wer jetzt sagt, ich will also ein schönes Diorama bauen, ich mache also das BW Freilassing, weil alle Gebäude ja zusammenpassen. Das ist ja auch mal ein bisschen, denke ich mal, eine tolle Sache. Man muss es also nicht einzeln zusammenstoppeln. Insofern
kann man da also wunderschöne Sachen bauen. Also wie gesagt, eine wunderschöne Sache, das BW Freilassing. Ja, dann sind wir schon im BW bzw. beim Bahnthemen drin. Dann gibt es natürlich noch einen wunderschönen, kleinen, hübschen Bahnhof. Ja, Bahnhof Kleinengstingen oder wie die Süddeutschen wahrscheinlich sagen würden, Kleinengstingen. ist so ein, ja, württembergischer... Gibt es den in der Realität? Den gibt es in der Realität, in Kleinengstingen. typisch württembergischer Einheitsbahnhof, ja. Ausbaustufe 2a, die, ich sag mal, Profis in dem Bereich wissen jetzt sicher, um was es sich da handelt. Ja. Und schön finde ich auch hier, wir haben oben die Fenster so, dass man da auch Menschen gut reinsetzen kann und diese Bretterverkleidung. Und der braucht nicht so viel Bauraum. Und ich finde auch, gut, der ist jetzt so theoretisch ab Epoche 2 ungefähr einsetzbar. Aber andere, die jetzt vielleicht auch im heutigen Epochen unterwegs sind, können den natürlich auch super einsetzen, weil solche Bahnhöfe stehen ja heute noch überall. Und auch, es muss nicht unbedingt als Bahnhof sein, sondern es gibt ja auch mittlerweile Restaurants oder andere Locations in diesen Bahnhöfen. Also man kann ja auch so ein Bahnhofsgebäude, ich sag mal, zweckentfremden und für ganz was anderes nutzen. Also der Bahnhof, wir haben ja gerade den Filmeinspieler gesehen und Sie zu Hause auch. Es ist so eine hübsche kleine Idylle, die man machen kann. Und wer also Nebenbahn verliebt ist und nur mit Nebenbahn unterwegs ist, schon lange nach einem passenden Bahnhof gesucht hat, dieser Bahnhof Kleinengstingen. Ja, Kleinengstingen, ja. Ist eigentlich ein sehr hübscher Bahnhof. Dazu gibt es natürlich auch schon wiederum für die moderneren Bahner, man kann also den, wie sagt man, den Bahnhof supern, ja, indem man ihn in die heutige Zeit beamt. Und da habt ihr auch sehr hübsche kleine Sachen dabei, die man ja mit erwerben kann. Zum Beispiel die Schließfächer bzw. zwei moderne Bahnsteigbänke. Ja, so Schließfächer dürfen eigentlich an keinem Bahnhof fehlen. So wie letztes Jahr die DHL-Packstation, die ein ähnliches Konzept hat, ja, haben wir uns jetzt dieses Jahr für diese Schließfächer entschieden. Und sollte an keinem Bahnhof fehlen, damit man seinen Rucksack auch mal wegpacken kann. Ja. Und hinsetzen will man sich natürlich auch. Und deswegen gibt es das noch als Ausgestaltungsmöglichkeiten dazu. Ja, wir haben uns komplett aus dem Schwarzwald wegbegeben auf eine Hallig und haben hier so ein schönes Hallenhaus. Ist tatsächlich kein echtes Vorbild an der Stelle, sondern wir haben uns quasi an den Stilmitteln bedient und ein Fantasiegebäude draus gemacht. Aber das soll ja nicht einen davon abhalten, sowas als Thema zu Hause aufzugreifen. Und ich habe heute auch schon mit ein paar Kunden gesprochen, die das cool fanden und haben gemeint, ja, da kann ich ja eigentlich auch zum Beispiel eine Feldbahn rüberfahren lassen. Gibt es jetzt zwar bei uns nicht im Programm, aber ist ja ein Thema, das sich dann gut ergänzen lässt mit Leuchtturm zum Beispiel hier auf dem Diorama oder so einer kleinen Windmühle. Und dann kommt die Fähre an, die Besucher der Insel können sich dann umgucken und später vielleicht auch wieder mit der Bahn abreisen. Da sieht man auch den Ausflugsdampfer, der ist mit Sicherheit nicht in eurem Programm. Aber es ist ein Beispiel, was man jetzt auch im Bild sieht, wie man sowas gestalten kann. Und wer noch Platz irgendwo hat oder sagt, ich habe sowieso vorgehabt, meine Anlage umzubauen. Wie gesagt, es ist ein tolles Angebot, was ihr hier den Modellbahnern macht. Und eins möchte ich noch hinzufügen. Ich gucke mir das Gebäude zurzeit mehrmals täglich an und entdecke immer mal wieder kleine Details, auf die ich vorher noch nicht geachtet habe, zum Beispiel in den
Im Fachwerk selber sind ja die kleinen Steinchen drin und die sind nicht einfach nur reingestellt, sondern die sind teilweise in so, ich sag mal, Fischgrätenmuster oder auch schräg drin. Also da kann man im Prinzip in jedem kleinen Fächlein irgendwie was entdecken, was man vorher vielleicht noch nicht gesehen hat. Also eine ganz tolle Sache, liebe Freunde, dieses Hallenhaus. Und wer mal im Norden war und in so einem Hallenhaus drin war, es sind sehr imposante Gebäude und ich finde es schön, dass ihr den Norden mal aufgegriffen habt. Der Norden darf auch gerne bei uns Einzug nehmen und wir versuchen natürlich immer alles abzudecken. Aber wenn man halt aus dem Schwarzwald kommt, dann sind halt so Schwarzwaldhöfe irgendwie sehr naheliegend. Da hast du irgendwann mal die Berge gesagt. Und dann muss man auch mal Richtung Norden und sich mal nach was anderem orientieren. Ja. So, was wir vielleicht wahrscheinlich nicht im Bild werden haben, das Gebäude der Stadtvilla, das ist allerdings schon seit einigen Jahren, glaube ich, im Programm bei euch. Ja. Gibt es jetzt in einer anderen Farbgestaltung? Genau, die Stadtvilla gibt es schon länger. Die steht gar nicht so weit weg von unserem Standort. Ich war in der Stadt, ich nenne sie jetzt mal nicht, vielleicht kann der ein oder andere das mal in die Kommentare schreiben, der vielleicht das Original kennt. War ich spazieren und habe gedacht, das Gebäude kenne ich doch. Woher kenne ich das? Und dann habe ich überlegt, ja doch, aus unserem Sortiment. Und so wie es jetzt da ist, ist quasi eine Fantasiefarbgebung. Aber das Thema Halloween findet auch auf vielen Modellbahnen mittlerweile Einzug. Und wir haben das jetzt auf unserer Anlage hier auch so ein bisschen in dem Motto gestaltet. Mit ein paar Totenköpfen noch dabei. Und da passt halt die Farbgebung total gut und so eine kleine Horror-Spukvilla kann man da sehr gut draus machen. Könnte man machen. Also wie gesagt, vor allen Dingen ist auch die Stadtvilla in der Größe eigentlich so angelegt, dass man auch kleinere Städte, die man selber auf der Anlage hat, damit durchaus bedienen kann. Also ist jetzt ein Gebäude, was tatsächlich überall reinpasst. Jetzt wird's modern, liebe Freunde. Denn die Wirklichkeit, die Realität spiegelt sich ja nicht nur in der heilen Welt wieder in Fachwerkhäusern und tollen Bauernhäusern. Nein, wir sind ja auch in Städten unterwegs und heute wird ja, glaube ich, anders gebaut. Und das macht ihr ganz beispielhaft in einem Gebäude. Ja, wir haben das Weberhaus in der Bauform City Life. Also unsere Entwickler, unter anderem auch Hendrik Mielke, den die langjährigen Zuschauer sicher kennen, waren bei Weberhaus und haben sich da Gebäude angeguckt und in Kooperation mit denen sich für dieses Haus entschieden. Hat innen, man hat es jetzt gerade gesehen, die Möglichkeit, es auszugestalten. Also wir haben diese schöne große Glasfassade und den Balkon, der da noch mit einer kleinen Terrasse drunter aus dem Gebäude rauskommt. Und als Epoche 6 darf das natürlich auch nicht fehlen, dass man jetzt da nach und nach immer mehr Gebäude bringt. Und gerade in diesem Baustil, wenn man jetzt durch neuere Gegenden fährt, sieht man doch immer mehr genau solche Häuser, wie sie tatsächlich draußen zu finden sind. Also ich sehe mal, ich weiß jetzt nicht, ob es das einzigste Haus ist, was ihr jetzt in dem Bereich macht, oder gibt es dann sicherlich noch Fortsetzungen? Also ich gehe schwer davon aus, dass es weitergetrieben wird, das Thema. Wir haben jetzt mit dem mal angefangen, haben uns für ein sehr gefälliges Haus entschieden. Da gibt es ja auch dann Abwandlungen von den Bauformen. Und ich gehe schwer davon aus, dass wir das auch weiterentwickeln und weitertreiben werden. Aber jetzt quasi mal den Startschuss gesetzt und gucken mal, wie es draußen ankommt. Also ein Weberhaus City Life gehört auf die Anlage. Ein sehr schönes Modell. Sollte auf keiner Anlage fehlen. Ja, auf jeder modernen Anlage passt es perfekt. Ja, schauen wir weiter in unserem Katalog. Ich habe die Hand irgendwie jetzt gerade nicht hier so. Moment, vielleicht Andreas, kannst du mir da ganz kurz helfen? Ja, jetzt kommen wir natürlich zu einer ganz tollen Sache. Jetzt gibt es ein großes Stadthaus. Ja, was ist das für ein Haus? Das ist so ein typisches altes Stadthaus, wie man es irgendwie aus jeder älteren Stadt kennt. Wir sind ja jetzt hier in Nürnberg und wenn man hier mal durch die Altstadt läuft, da sieht man dann diese Fachwerkhäuser und wenn man jetzt eine Fantasie-Altstadt baut, passt so ein Gebäude natürlich perfekt dazu. Wir haben das in dem Fall digital bedruckt, unten mit behauenen Steinen werden dargestellt und eben oben das Fachwerk dazu und um die Fenster, das kennt man ja auch aus den Altstädten, wirklich so Dekoration und einfach, dass es nicht so eine blanke Fassade ist, sondern wirklich schön ausgestaltet. Und hier in unserem Fall auf der Messe, ich habe
wieder die kleinen QR-Codes an die Anlage geklebt, wo sich jeder Messebesucher auch wieder die Produkte angucken kann. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Habe ich das ganze Thema dann Altstadt-Idylle genannt, weil ich fand, das hat das Thema eigentlich am besten umschrieben. Weil das ist so diese typisch heile Welt mit Stadtmauer drumherum und solchen schönen romantischen Gebäuden. Und es gibt einfach ein schönes Thema, das man sicher auf einigen Anlagen auch findet und immer gut unterbringen kann. Und nun wollen wir den Zuschauer mal oder den Zuschauern mal eine Frage stellen. Die sollen das mal in den Kommentaren ebenfalls mal reinschreiben. Es ist ja erstaunlich, was Faller manchmal zaubert, muss ich sagen. Und man findet teilweise Gebäude ganz woanders wieder, wo sie eigentlich mal ursprünglich hergekommen sind. Und die Frage wollen wir jetzt einfach mal stellen. Ja. Ratet mal, von welchem imposanten Gebäude dieses große Stadthaus eigentlich ursprünglich stammt. Ja, das bin ich gespannt, was da in den Kommentaren zu finden sein wird. Es sind alle herzlich eingeladen. Also es ist natürlich nicht das ganze Gebäude und Sachen wurden ein bisschen angepasst, aber es müsste der ein oder andere vielleicht von einem anderen Gebäude die Teile zumindest davon wieder entdecken. Mehr wollen wir nicht verraten, auf keinen Fall. So, dieses große, wunderschöne Gebäude, wir haben es glaube ich im Film gesehen, ist im Ensemble zusammen mit einem Stadttor, einem Stadtturm, den man ja bei Faller eigentlich allenthalben schon hier und da immer wieder mal gesehen hat. Aber das ist auch etwas Neues von der Farbgebung her, oder wie muss ich das jetzt mir jetzt vorstellen? Der Turm daneben ist tatsächlich eine Neuheit aus dem vergangenen Jahr, weil solche Stadttürme kennt man ja immer wieder. Jetzt im Video hier dieser kleine Rundturm, der ergänzt sich zu diesen Altstadtmauern. Da haben wir extra seitlich diese Anbauteile mit dazu im Set, damit man, wie man das sicher aus vielen Altstädten kennt, halt so einen Wehrturm oder Pulverturm, da gibt es ja ganz verschiedene Funktionen, die früher in der vergangenen Zeit hatten, setzt man die mit ein und dann passt da noch so ein schöner, kleiner, runder Turm mit in die Altstadt. Man kann natürlich auch, liebe Freunde, ein Einzeldiorama machen und Rapunzel das Haar herunterlassen. Also ich finde ihn sehr schön gelungen, muss ich sagen. Es ist ein kleines, hübsches, ja, Kleinod. Ja, und wer mal genauer bei uns durch den Katalog geblättert hat, findet vielleicht sogar die Rapunzel mit dem Retter auf dem Pferd. Also die Figuren haben wir passend dazu und auch dazu kann man die sicher gut einsetzen. Früher kamen die Prinzen auf dem Schimmel, heute kommen sie mit dem Porsche. Bei uns kommen sie trotzdem noch auf dem Pferd. Jetzt wollen wir natürlich nicht mit dem Schimmel über die Straßen reiten. Wir hatten ja gerade das Thema Auto und Porsche gerade angesprochen. Aber wir bleiben mal auf der Straße, nicht beim Auto, sondern ihr habt da ebenfalls eine kleine hübsche Geschichte. Das nennt sich Kreisverkehr. Ist zwar nichts Neues, aber immerhin. Bei uns was Neues, weil wir hatten keine Kreisverkehre bei uns so im Standardsortiment und bei uns die Gebäude haben ja teilweise diese Bodenplatte und an der haben wir uns orientiert, also sowohl von den Abmessungen als auch von der Optik und da kann man jetzt passend zu den Gehwegen noch einen Kreisverkehr dazu bauen in verschiedenen Ausbauvarianten, also der ist sehr modular gehalten, kann man sich unterschiedlich zusammensetzen, so wie man den möchte und ist sicher etwas, was man vielleicht jetzt im Zuge der Geschichten, dass ja doch einige Kreisverkehre mehr auf den Straßen zu finden sind als noch früher, dann nimmt man vielleicht mal die ein oder andere Ampel raus und macht einen Kreisverkehr hin, so wie in echt auch, dann eben auch auf der Anlage. Und da wir gerade bei Preisfragen waren, liebe Leute, fällt mir gerade wieder was ein. Wir könnten ja zu den Kreisverkehren wieder eine Preisfrage stellen oder zumindest mal die Frage in die Runde werfen. Wissen Sie zu Hause, wo der erste Kreisverkehr Deutschlands war? Also ich weiß es. Weißt du es? Nee, ich weiß es nicht. Sie dürfen raten in den Kommentaren. Dem Andreas verrate ich es nachher. Ja, so okay. Machen wir das. So, Thema Kreisverkehre. Tolle Sache. Jo. Schönes Gimmick. Und jetzt kommen wir ebenfalls zu einem, ja, ich würde sagen, über zwei Seiten im Katalog. Container. Container ist immer ein Thema und dann habt ihr ja gleich, wie gesagt, eine ganze Menge. Ja, wir haben gesagt, wenn wir Container machen, dann auch gleich in vollem Umfang.
mit verschiedensten Farb- und Set-Kombinationen, dass halt für jeden irgendwie was dabei ist. Und die Container sind natürlich so ausgelegt, dass wir die auch auf unsere Wagen entsprechend drauf aufbauen können. Es sind also verschiedene Firmen, P&O, es ist One, es ist Evergreen, Hamburg Süd und so weiter und so weiter. Die gibt es in 40 Fuß und in 20 Fuß Container. Die gibt es auch in verschiedenen Verpackungen. Also ich habe gesehen, der günstigste Container, zum Beispiel ein grüner 40 Zoll Container, ist bereits schon in der Epoche 4 für 8,49 Euro zu haben. So, aber es gibt ja auch mehrere Container in Verpackungen, darüber will ich gerade sprechen. Man kann sie sich nicht aussuchen, was in den Verpackungen ist. Man kann eine Tüte kaufen, man kann sie es angucken und muss sie dann nehmen. Genau, die Fünfer-Sets, die sind vorkonfektioniert. Und wenn man jetzt aber sagen will, ich will diesen einen Container, kann man den ja auch noch einzeln mit dazu kaufen. Also sehr hübsch. Ich sind 3, 6, 9, 12 verschiedene Tüten, Containersorten. Also ist alles dabei, liebe Freunde, was man sich so vorstellen kann. Ja, mit was machen wir weiter, Andreas? Dann blättern wir eine Seite weiter. Ach, jetzt kommt ja wieder was mit einer Preisfrage. Nein, also es ist, finde ich, schon toll mit den Geschichten, die man erzählt, weil jedes Gebäude, wenn man unterwegs ist, erzählt ja teilweise Geschichten. Und Andreas stellt uns jetzt mal das Monatsmodell, zum Beispiel Januar, vor. Ich gebe dir mal schnell das Mikrofon. Machen wir das? Ja. Und zwar, Preisfrage an der Stelle. Wir haben im Januar das Geburtshaus von Röntgen, also dem Erfinder der Röntgenstrahlung. Jetzt die große Frage, wo ist dieses Geburtshaus? Weißt du es, Frank? Ja, ich weiß es, weil ich nachgeschaut habe. Wollen wir es verraten oder wollen wir die Leute raten? Nee, wir lassen die Leute draußen raten. Also ich will sehen, was da in den Kommentaren steht, ob er überhaupt Deutscher war. Da wird vielleicht alles Mögliche dabei sein. Wilhelm Röntgen. Wilhelm Röntgen, genau. Also ein wunderschönes Haus, muss ich dazu sagen. Ich entlaste dich wieder, weil du musst Katalog blättern. Also ich habe nachgeschaut, liebe Freunde. Ich weiß, wo es ist. Und schreibt es mal einfach in die Kommentare. Ist mal interessant, weil auch solche älteren Gebäude, muss ich sagen, wo also berühmte Persönlichkeiten waren, ist schon mal okay. Oh, kriegt's raus, wo es ist. So, wie machen wir weiter, Andreas? Mit unseren Figuren. Ich habe es mit dem Rapunzelturm vorhin schon kurz angesprochen. Wir haben ja jetzt das Thema Kirmes dieses Jahr wieder groß mit dabei. Und ich pick mir jetzt nur zwei Sets mal raus, weil dieses Jahr kommen wieder ganz, ganz viele verschiedene Sets für alle möglichen Anwendungsfälle. Und auf der Kirmes dürfen natürlich die Künstler nicht fehlen. Da haben wir jetzt zwei verschiedene Sets, die Straßenkünstler und das Kirmespersonal mit so einer typischen Spielorgel, wie man das von früher noch kennt. Und den Feuerspucker, der ist auch mit dabei. Also einfach was für die Ausgestaltung, für die Kirmes, damit man zum No Limit auch noch das entsprechende Personal und die Künstler drumherum hat. Also ich finde es ja immer beeindruckend, muss ich sagen, gerade bei den Figuren. Ich weiß ja nicht, wie die Leute immer auf die Ideen kommen. Also es ist schon immer wieder, wenn man dann die Neuheiten sich durchblättert und gerade im Figurenbereich, da sieht man also, schön ist es, dass es Sets sind, also mehrere Figuren, die bei einer Tätigkeit irgendwie zu finden sind, was das Ganze ausgestalten einfach macht, aber die Ideen dahin zu überhaupt hinzubekommen. Ihr habt ja, glaube ich, Fäuster damit schon ein bisschen massiv angefangen, solche Themen zu besetzen. Ja. Und wenn ich hier in den Katalog reingucke und ich sehe im Tattoo-Studio, da läuft mir das eiskalt runter. Es tut, glaube ich, weh. Aber auch diese martialischen Szenen sind in dem Katalog zu finden. Im Kleingarten, gut, okay, das ist jetzt nicht ganz so gefährlich, aber der Mann mit der großen Schere, das ist natürlich schon ein kleiner Hingucker. Jetzt muss ich mal dummerweise fragen, das ist jetzt alles im H0-Bereich nur oder gibt es dann auch diese Figuren im kleineren Bereich? Also es gibt manche Figuren im kleineren Bereich, also in N fällt mir jetzt gerade spontan ein, die Schwarzkopfschafe, die haben wir vor ein paar Jahren schon in H0 gebracht, gibt es jetzt auch in N und auch die Wildschweine zum Beispiel, also ganz verschiedene Themen und die Sendung hier ist ja davon geprägt, immer mal wieder kleine Geheimnisse auszuplaudern und beim Thema Figuren haben wir noch was ganz Spannendes zu verkünden. Ich will noch nicht genau das Datum nennen, aber es wird in Z auch Figuren geben. Also auch
Die Zettis da draußen dürfen sich freuen. Wir setzen uns jetzt ganz intensiv mit der Entwicklung von Z-Figuren auseinander. Die Leute, die schon etwas älter sind und ohne Brille sagen, das sind doch nur abgeschnittene Zahnstocher mit einem Klecks Farbe. Aber da hat sich einfach auch die Technik bei uns in den letzten Jahren so weiterentwickelt, dass man da wirklich Details rausarbeiten kann und ganz verschiedene Figuren auch dann in Z anbieten kann. Mag man das jetzt nicht vorstellen wollen, liebe Freunde. Spur Z. Wow. Oh weia. Ganz schön kleine Figuren, aber ja, ist doch schön. Ich bin ja schon in der Spur Z, die Lokomotiven, unheimlich klein. Aber jetzt stelle ich mir noch eine Figur dazu vor. Heieiei, aber okay, super. Ja, die Technik entwickelt sich ja stetig weiter und deswegen gibt es dann da bald auch schöne neue Dinge zu entdecken. Aber wir kommen jetzt von der ganz kleinen Spur vorher nochmal einen Schritt zurück zu N, weil N darf natürlich auch nicht fehlen. Da haben wir uns den Bahnhof Burgstadt ausgesucht, mal wieder ein bisschen größerer Bahnhof, aber trotzdem irgendwie ein schickes Gebäude. Mir gefällt auch persönlich ganz gut die Farbe, da hat sich die Entwicklung eine schöne Farbe ausgesucht und den kann man halt auch wieder so typisch von, ich sag mal, Epoche 4 bis oder 3, 4 bis 6 einsetzen. Was mir auffällt bei diesem Bahnhof, also es ist übrigens der Bahnhof Burgstadt, wir sehen ihn auch gerade noch mal im Bild, interessant finde, dass in diesem Komplex, in diesem Bahnhofsgebäude verschiedene Bauepochen stecken eigentlich im Grunde genommen. Das ist ja, die Empfangshalle sieht sehr modern aus und die Gebäude, die dran gebaut sind oder dran gestückelt sind, keine Ahnung, was zuerst gestanden hat, aber sowas findet man tatsächlich öfters in Städten, das ist richtig. Ja, so ein Bahnhof entwickelt sich ja weiter, je nach Bedürfnissen, die draußen so zu finden sind. Und vielleicht wird ja auch die Stadt größer und somit muss ja auch der Bahnhof mitwachsen. Und vielleicht will man den nicht unbedingt abreißen, dann baut man halt da mal noch was dran, wenn noch was hinpasst oder auf der anderen Seite. Und dann entsteht halt ein relativ unsynchrones oder unsymmetrisches Gebäude, das aber so einen ganz eigenen Charme hat. Denke ich auch. Also es ist ein wunderschönes Gebäude. Die N-Bahner dürfen sich also freuen. Und das war natürlich nicht alles in N. Wir haben noch ein bisschen weiter am Farbrad gedreht und das Heizwerk in einem schönen dunklen Rot mit in unser Neuheitenprospekt dazu gepackt. Man sieht es jetzt hier schön. Und durch das weiße Fachwerk und diese roten, dunkelroten Klinker, finde ich, gibt es der Anlage nochmal so einen sehr industriellen Touch, der sehr realistisch aussieht. Also wenn man da noch ein bisschen mit Patina einmal drüber geht, dann hat man eigentlich schon das perfekte Bild für so ein BW oder auch für so ein industrielles Gebäude. Aber das ist jetzt nicht von euch vorgealtert, wie man so schön sagt, sondern den muss man dann selber Hand anlegen. Den muss man selber Hand anlegen, aber allein durch die Wahl der Farbe hat es schon eine sehr natürliche Ausstrahlung und nicht so dieses quietschig orange-rote, was man vielleicht früher mal hatte. Die sehen schon sehr alt aus, die Ziegel, das stimmt. Die Ziegel sehen schon älter aus, ja. Genau. Und eben in diesem Rot haben wir dann auch noch passend den Wasserturm, der mir persönlich extrem gut gefällt. Ist ein unheimlich imposantes Gebäude. Wir sehen es jetzt auch, Gebäudeteil oder was sagt man dazu, Industrieanlage, der Wasserturm, sieht wirklich gut aus. Weil, also die N-Bahner wissen natürlich, den gab es schon oder den gibt es schon, aber in so einer oxidierten Kupferfarbe, dieses Grünspan. Und an der Stelle ist es jetzt so ein Rostrot. Und ich persönlich habe mich ein bisschen an diesem Grünspan irgendwie satt gesehen. Und wenn man da mal wieder einen neuen Farbklecks reinbringt, ist es sicher auch ein sehr schönes Thema. Also Wasserturm passt immer irgendwo hin, denke ich mal. Das, also so viel Platz braucht er nicht. Diese kleinen Nebengebäude gehören zum Lieferumfang dazu? Die kleinen Nebengebäude sind auch mit dabei, einfach um noch ein bisschen mehr Möglichkeiten zu haben zur Ausgestaltung. Oder um Geschichten zu erzählen, so einfach ist das. Ja, Andreas blättert weiter. Da sind die Wildschweine. Die Wildschweine sehe ich gerade. Also wie gesagt, die Neuheiten übrigens, liebe Freunde, gibt es ja auch auf der Homepage bei Falla zu sehen oder die blättern bei uns bei Xtrend24. Das ist egal, auf alle Fälle sind sie da zu sehen. Die Horde Wildschweine, die machen überhaupt keinen Spaß, nicht? Also wer ein eigenes Haus hat, in der Nähe des Waldes wohnt, weiß das richten, aber auf die Anlage müssen sie. Jetzt kommt natürlich wiederum ein Gebäude,
was sehr imposant ist, mir unheimlich gut gefällt. Ja, im Z-Bereich picken wir uns jedes Jahr immer so eine Kirsche von der Torte runter. Und wir waren ja in den letzten Jahren eher so im ländlicheren Bereich unterwegs. Da gab es ja die Oberneuländer Mühle zum Beispiel. Ja. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt gehen wir wieder ein Stückchen mehr Richtung Stadt und haben uns diese alte Spinnerei ausgesucht. In so einem Grau-Weiß-Mix. Und es sieht sehr realistisch aus, sieht auf dem Bild im Katalog bei uns natürlich riesengroß aus oder hier auf den Aufnahmen. Aber wenn wir uns hier mal einmal umdrehen und sich Z nochmal so vor Augen führt, wie klein eigentlich diese Gebäude sind, es passt einfach perfekt, auch in ein Diorama oder einfach so auf eine Anlage. Hat eine wunderschöne Größe, wunderschöne Farbgebung und ist in dem Fall in Lasercut, weil es wird ja immer mal wieder gefragt, Lasercut oder Spritzguss. Wir haben uns jetzt in dem Fall für Lasercut entschieden, weil es einfach das perfekte Material war. Ich denke auch für die Größe das perfekte Material ist, denn ich kann mir vorstellen, im Kunststoffspritzen ist das schon etwas sehr klein und vielleicht auch etwas komplizierter, dann so Details auszuarbeiten wie im Lasercut. Ich meine, ich hätte jetzt nicht vermutet, also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh, schönes Museum. Da steht tatsächlich die alte Spinnerei oder er hat vielleicht mal an irgendeiner einen Herr gewohnt, einen Hochwohlgeboren von mir aus Goethe oder was weiß ich. Den Eindruck hatte ich von dem Gebäude. Ja, man kann ja auch vorne das Deko einfach austauschen und ein Museum draus machen. Da sind ja die Bastler draußen, haben ja jede Möglichkeit. Ja. Und es ist so ein typisches Gebäude, was eigentlich in vielen Städten so zu finden ist. Es gibt ja auch, ich sag mal, Militärkasernen, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Und wenn man schon mal dieses Grundgebäude hat, kann man sich ja überlegen, was man draus macht. Und die Ausgestaltung drumherum entscheidet dann eigentlich das Thema des Gebäudes. Also ein sehr schönes Gebäude für die Z-Bahner, für die ganz kleine Spur. Werb ja nichts mehr, da brauche ich ja Ferngläser. Es ist mir etwas zu klein, zu wipselig, aber wer es mag, das finde ich toll. Ja, das war ja eigentlich jetzt so der Querschnitt an Neuheiten im Gebäudebereich, sage ich mal. Wir sind ja jetzt im Prinzip nur über die Highlights drüber gegangen. Es gibt ja noch viel, viel mehr. Genau. Und ja, wir machen ja nicht nur Gebäude, sondern haben ja auch ganz andere Themen noch. Die sprechen wir jetzt noch mal einmal kurz an, damit auch alle draußen abgeholt sind, was es auch noch so an zusätzlichen Dingen bei uns im Sortiment gibt. Ja, es gibt ganz, ganz viele tolle Sachen noch. Also wie gesagt, hat es gerade gesagt, blättern Sie ruhig mal in den Katalogen und in den Neuheiten. Es gibt noch viel mehr zu entdecken. Und wir reißen eigentlich so ein bisschen die Highlights an. Was ich jetzt sehe, sind Fahrzeuge. Und da sind wir eigentlich beim Thema ja, Faller-Car-System. Das Faller-Car-System gibt es ja schon länger. Und in der letzten Zeit kamen immer mal wieder die Rufe nach Pkw, wieder mehr Pkw zu bringen. Und da haben wir uns jetzt für diesen kleinen roten Golf 5 entschieden. Und ja, ist halt mal wieder ein kleinerer Pkw, der eigentlich das Sortiment wieder ganz gut ergänzt, weil da war es jetzt ein bisschen dünner, was Pkw angeht und jetzt haben wir uns halt dazu entschieden, diesen Golf wieder rauszubringen. Das ist ja auch immer ein Thema von Ihnen gewesen, liebe Modellbahnfreunde, und ich weiß es auch aus persönlichen Gesprächen, teilweise am Telefon, dass oftmals beklagt wird, ja, es fahren immer nur LKWs rum oder irgend sowas, das ist ja unrealistisch. Wann kommen denn nun die ersten PKWs? Tada, da ist er. Genau. Und passend zu dem Pkw haben wir auch noch ein Ladegerät, ein USB-Ladegerät, weil die Leute, die Car-System schon benutzen, kennen unsere anderen Ladegeräte. Die haben sicher ihre volle Daseinsberechtigung, aber ich selber zum Beispiel denke mir, USB habe ich mittlerweile überall und warum nicht einfach ein Auto über USB aufladen? Und hat noch den charmanten Vorteil, an der Seite von dem USB-Lader ist so eine Status-LED. Das heißt, wenn die Batterien voll sind, dann wird es mit der LED angezeigt und dann finde ich natürlich damit die optimale Ladedauer für jedes Fahrzeug. Frage drängt sich mir auf, gibt es denn auch noch in anderen Farben als in Rot? Leider nicht, aber wer ein bisschen ein handwerkliches Geschick hat, kann theoretisch sich das Grundmodell von Herpa nochmal dazu kaufen. Den auseinander montieren und dann eine andere Farbe draufsetzen. Also gibt es diesen Pkw als Fahrgestell extra? Also das ist schon so fertig ab Werk montiert, aber steht ja auch in Klammern immer bei uns mit dabei, von welchem Hersteller das Grundfahrzeug kommt. Und an dem verändern wir ja eigentlich nicht viel, sondern eher nur am Chassis.
Und ich empfehle das aber wirklich nur den Leuten, die sich auskennen, weil man macht da sehr schnell mehr kaputt als ganz. Und man sieht es jetzt auf dem Bild nicht ganz so gut, aber in dem Fahrzeug ist so eine Knopfzelle als Batterie und die nimmt im Prinzip den kompletten Bereich innen ein. Also wenn man da nicht genau weiß, was man tut, sollte man es lieber lassen. Und ich denke mir, ein rotes Auto ist ja auch nicht die schlechteste Farbe, den kann man da mal rumflitzen lassen. Alles klar. Gut, also für die versierten Bastler, wir sehen es hier nochmal im Bild, das Herpa-Modell, wer ein bisschen handwerklich geschickt ist, kann das also auch mit einer eigenen Farbe verzieren. Was ich dazu noch sagen möchte, es gibt also noch den Mercedes Sprinter Kastenwagen, also als Transporter finde ich auch eine interessante Lösung. Ja, also den Kastenwagen selber haben wir schon in verschiedenen Farben, jetzt halt auch in Blau. Ja. Und unser Stadtbild mittlerweile ist ja doch schon geprägt von vielen solchen MB-Sprintern, die so durch die Straßen fahren. Und deswegen haben wir gesagt, dann nehmen wir den nochmal mit auf, jetzt in Blau. Und da kann man auch, wenn man wieder das etwas bessere Händchen hat, den nochmal ausgestalten mit Dekos, die man sich vielleicht selber anfertigt und seinen eigenen, was weiß ich, Schreinereibetrieb draus machen oder sowas. Schreinerei-Boutique passt doch perfekt. Fährt durch die Lande. Werden wir das mal merken. Ja. Okay, ja, du hattest gerade das Ladesystem angesprochen. Gibt es natürlich bei euch auch dieses USB-Kabel, dieses K-System, USB-Ladegerät. Ist ja auf der Webseite zu finden, müssen wir jetzt nicht groß besprechen. Da ist es nochmal mit im Bild, mit einem Faller-Auto, also alles kein Problem. Ja, genau. Gut. Ja, jetzt wird es grün. Jetzt wird es grün. Das ist tatsächlich, was so die Ausgestaltung angeht, im Grünzeug mein Highlight. Dieses Buchsbaum-Set klingt jetzt vielleicht im ersten Moment nicht besonders spektakulär, aber wenn man so durch die Gärten oder auch so Schlossgärten zieht, sieht man doch immer wieder so schön gestutzte Buchsbäume. Und als Thema passt es perfekt auch zu unserem Hauptbahnhof, der jetzt vergangenes Jahr rauskam. Der sieht nämlich auch schon so ein bisschen aus wie so ein Schloss. Und vielleicht, wenn man das nicht als Bahnhof einsetzt, sondern als Schloss, hat man dann noch die Möglichkeit, mit diesen Buchsbäumen die drumherum zu bauen und hat so einen schönen Schlossgarten. Oder auch in jedem, ich sag mal, um ein Einfamilienhaus, wenn man da noch so ein bisschen Buchsbäume drumherum hat. Das macht einfach die Anlage wieder ein bisschen lebendiger. Ich denke auch, weil man sieht ja solche Ausgestaltungen bei den Häusern allenthalben, mal so ein Baum, mal nur ein Strauch. Kann man also wunderbar dieses Set ja auch etwas zerpflücken, sage ich mal, und dann auch noch anderwertig einsetzen. Aber finde ich eine sehr hübsche Idee. Und Fels- und Geländeschaum, Geländebau ist das nächste Thema. Ja, im Geländebau hat sich die vergangenen Jahre gar nicht so viel getan. Und wir haben uns mal überlegt, was gibt es denn noch für so eine Alternative für den Felsbau, wenn man nicht so schwer mit Gips arbeiten will. Und haben uns überlegt, das können wir doch mit so einem schönen Schaum darstellen. Ich selber habe es auch schon ausprobiert, das funktioniert perfekt. Man sprüht sich den Fels- und Geländeschaum auf die Landschaft, also kann ganz normal arbeiten mit Spanten, mit Untergrundmaterial. Also viele nehmen ja zum Beispiel dieses Fliegengitter. Da trägt man das auf, lässt es dann über Nacht einmal trocknen und kann dann mit einem scharfen Messer das Ganze bearbeiten. Und hat halt den Vorteil, ich trage mir da keine, ich sag mal, kiloweise Gips auf die Anlage, sondern kann halt mit Schaum aufsprühen und mir das dann entsprechend modellieren und kriege dann auch tiefere Felsen einfach rein, weil sonst müsste ich da 4, 5, 6 Zentimeter mit Gips arbeiten. Ja, ja. Und die Anlage will man dann nicht mehr aus dem Raum tragen, wenn man das mit Gips macht. Und deswegen so ein Fels- und Geländeschaum, den dann noch entsprechend kolorieren. Da haben wir natürlich mit unseren Handelspartnern auch schöne Farben im Angebot. Kolorieren, ausgestalten und perfekt. Also hier sprach der Fachmann, liebe Freunde. Denn wenn Sie es noch nicht wussten, wir wissen es. Spätestens seit dem Tag der Modellbahn. Andreas hat auch eine Modellbahn, da hat sie uns auch vorgeführt und da hat jetzt der Fachmann gesprochen. Und wenn er sagt, das macht sich gut und viele wissen ja auch, wenn man Gips auf der Anlage verwendet, wie schwer diese Teile werden. Und wie ist das jetzt mit der Bearbeitung? Ist das jetzt recht schwierig? Brauche ich da Kenntnisse? Gibt es da Werkzeuge dazu? Oder? Also als Werkzeug reichen mir im Prinzip einfache Teppichmesser. Was halt wichtig ist, sie sollten scharf sein, weil mit stumpfen Messern arbeiten sollte man halt nie. Also ist wie mit Brot schneiden. Ja.
Ich muss mich da sicher ein bisschen reinfühlen in das Thema, weil mit Gips zu arbeiten ist nochmal ein bisschen was anderes, weil da bricht ja mehr und dann entsteht quasi von selber so. Man muss sich beeilen. Ja, genau. Und da habe ich so viel Zeit, wie ich will. Ja. Aber ich schneide mir im Prinzip einfach nur das raus, was raus sein soll. Und der Schaum hat eine gute Festigkeit. Also da haben wir einen guten Kompromiss gefunden aus gute Bearbeitungsfähigkeit, schön weich, damit man gut, also mit einem scharfen Messer gut schneiden kann. Aber trotzdem so, dass man den jetzt nicht eindrücken kann oder sowas. Der hält dann seine Form bei. Wäre jetzt die Frage, wie viel Zeit hast du denn eigentlich zur Modellbahn? Ich meine, du bist ja hier bei Faller ja auch sehr stark beschäftigt, muss ich sagen. Und es ist ja nicht nur, dass er hier die Neuheiten präsentiert. Er ist ja auch ein bisschen fürs Marketing verantwortlich. Du musst ja richtig schaffe, wie gesagt wird. Findest du eigentlich Zeit für deine Modellbahn? Also jetzt für meine Modellbahn selber wenig. Ab und zu halt mal an so verregneten Wochenendtagen kann man sich da mal dran setzen. Aber oft mache ich eher sowas Richtung Dioramenbau im Moment. Also wenn mal ein bisschen Zeit da ist, dann setze ich mich an irgendein Thema, baue ein bisschen, probiere neue Produkte aus, wie jetzt zum Beispiel den Fels- und Geländeschaum, damit ich ja auch im Marketing weiß, von was ich spreche. Und es bietet sich halt einfach an, es geht Hand in Hand, Hobby und Beruf quasi vereint. Und das ist der Vorteil, genau. Ja. Er hat ja auch verraten auf seiner Modellbahn, ich glaube, das ist die erste Modellbahn überhaupt, die es in Deutschland gibt, wo ein Verkehrsübungsplatz gebaut wird. Ich muss ihn jetzt noch mal ein bisschen kicken, weil jetzt gibt es ja schon PKWs und jetzt musste sie da praktisch mit dem Faller-K-System ja so dressieren die Autos, dass die da auch so... Ich bin gespannt, Freunde. Wenn ich dann mal den Golf über den Verkehrsübungsplatz schicke, kann ich dir gerne mal ein Video zukommen lassen. Und ich werde es Ihnen nicht vorenthalten, ist versprochen. Okay, ja, es ist ja noch nicht alles. Ihr habt ja auch mit Folien mal gearbeitet. Gibt es das noch? Also die sind jetzt tatsächlich bei uns neu. Es gibt Marktbegleiter, die schon länger im Angebot haben. Und wir gucken uns so ein Produkt an und überlegen uns, wie können wir das vielleicht sogar noch ein Stückchen besser machen. Und die anderen Hersteller benutzen da als Untergrundmaterial nur ein Papier. Und wir haben uns jetzt dafür entschieden, das auf so einem Alufoliengrundträger aufzutragen. Also gibt es jetzt in zwei Varianten. Behält die Form, ist schön stabil. Und klar, ich will jetzt damit keine Schweizer Alpen nachbilden in riesen Mengen. Aber gerade für einen Dioramenbau zum Beispiel oder wenn man mal so eine kleine Kletterszene oder sowas bauen will, gibt es jetzt in zwei Farbvarianten. Einmal Ocker, was so ein Sandsteinfarben zum Beispiel sein könnte, oder Grau, so typisches Steingrau. Das knülle ich mir zusammen, so wie ich es brauche, ziehe es dann über die Anlage und dann kann ich das perfekt mit integrieren. Also ich muss praktisch diese Folie nur noch irgendwo antackern an den Punkten. Genau. Anders brauche ich die nicht mehr fixieren, ne? Also ein gewisser Unterbau sollte schon da sein, aber antackern, ankleben, da kann man eigentlich so die üblichen Mittel verwenden und dann natürlich noch ein bisschen begrünen, damit es nicht so ein nackter Fels ist, sondern ein bisschen mit Flocage arbeiten und dann sieht der sehr realistisch aus. Habt ihr ja genug im Angebot. Ja, genau. Also es passt immer alles zusammen und das finde ich auch immer ganz schön, dass also die Modellbauern, Bahnfirmen also ein bisschen mitdenken. Gerade im Zubehörbereich ist das ganz wichtig. Und Faller ist ja da auch ganz stark vertreten, schon seit vielen, 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 vielen Jahren. Da kann ich Ihnen nur sagen, liebe Freunde, selbst Frank Buttich war mal ein kleiner Stöppel mit 12, 13 Jahren und da hat er sein erstes Westhaus bekommen. Die Faller-Schachtel habe ich noch und das Haus habe ich noch, habe ich hoch und heilig gehalten, ein Einfamilienhaus. Und wenn man sich überlegt, welche Entwicklung ihr genommen habt, gerade im Hausbau, es waren noch ganz einfache Sachen, da war sogar selbst die Ranken, die Weinreben, die an dem Haus hochgingen, aus Kunststoff gespritzt. Das sah also alles so ein bisschen plastemäßig aus, aber ich war mächtig stolz auf dieses Haus, muss ich wirklich sagen. Also im Modellbahnbereich war Faller mein erster Lieferant sozusagen und das in der DDR. Ja, ist doch schön, dass auch die Faller-Bausätze den Weg zu dir gefunden haben. Ja. Dank der Westverwandtschaft. Ja, aber darüber wollen wir jetzt, glaube ich, nicht reden. Es geht weiter, nur mal so als Episode nebenbei, das fällt mir immer wieder auf. Ja, was haben wir denn als nächstes im Angebot? Nicht nur als nächstes, sondern tatsächlich auch als letztes, unsere Lampen. Da haben wir uns auch einfach mal angeguckt, was für Lampen gibt es denn da draußen, welche können wir uns vorstellen, bei uns mit ins Programm aufzunehmen.
und haben jetzt wieder ein Stück weit erweitert, dass auch in N zum Beispiel die Trapezleuchten mit dazukommen, die mir persönlich ganz gut gefallen. Und schön für viele, weil ich kenne es durch einige Bekannte, die sind nicht so affin, was Strom und Kabel verlegen und sowas angeht. Die ganzen Lampen sind mit einem Vorwiderstand ausgestattet, damit ich einfach an meinen typischen Bahnstrom, also die 16 Volt Wechselstrom oder 12 Volt Gleichstrom, einfach anstecken kann und sie funktioniert. Die sind relativ filigran, haben dünne, feine Kabel, damit man nicht unten so ein dickes Loch reinbohren muss für so fette Kabel, sondern die kann man schön durch ein kleines Löchchen ziehen und ergänzen halt dann das Bahnthema einfach nochmal ganz gut. Ja. Es sind Lampen, wie ich Ihnen versichern kann. Es sind also 6 verschiedene Formen, die angeboten werden. Ich denke mal, dass da sicherlich noch mehr kommt. Es ist zum Beispiel da ein Gittermast-Aufsatzleuchten. Es sind Kreuzmastleuchten, zweiarmig, die sich bei mehrspurigen Straßen vielleicht gut machen. Es gibt Kofferleuchte kalt-weiß, das ist nur ein Arm, also auch für Straßen. Und dann haben wir noch sowas, was man auch gut im Bahnhofsbereich einsetzen kann. Einmal diese Trapezleuchten, das sind ja etwas ganz Modernes wieder, muss ich sagen, die man ja auch jetzt neuerdings findet. Oder eben eine Kreuzmastleuchte mit diesen etwas kürzeren Ausleger, die also auch im Modellbahnbereich, zumindest im Bahnhofsbereich, eingesetzt werden können. Also ich muss dich ein kleines Stück korrigieren. Tatsächlich haben wir vor den Leuchten sogar schon welche gebracht. Also das ist schon eine Ergänzung von dem, was wir schon im Angebot haben. Aber sicher geht es da auch weiter. Und was ich persönlich auch ganz gut finde, die gibt es im Einer- und im Dreier-Set. Das heißt, ich brauche ja manchmal nur eine Lampe und manchmal brauche ich auch ein paar mehr. Und hat natürlich bei einem Dreier-Set auch einen kleinen Preisvorteil, weil ich habe nur einmal eine Verpackung mit 3 Lampen drin. Und dadurch hat halt der Bastler zu Hause die Möglichkeit, gleich ein bisschen eine größere Menge zu nehmen. Das stimmt, das habe ich auch schon oft bemerkt, wenn man unterwegs ist und sich im Zubehör was kaufen möchte. Entweder sind die Packungen zu groß, also, oder es gibt keine Einzelpackung von der gewünschten Lampe, die man gerne haben möchte, und muss dann 10 Stück kaufen und sagen, was mache ich mit den restlichen 9? Genau. Das stimmt allerdings. Also das finde ich schon etwas pfiffig nachgedacht. Ja, da haben wir natürlich versucht, uns am Markt und an den Kunden zu orientieren, was sie sich da draußen wünschen, weil es soll natürlich für sie da draußen sein. Uns bringt es nichts, ein 100er Set Lampen anzubieten, das keiner kauft. Und es ist natürlich auch praktisch, dann einfach mit Vorwiderstand. Sicher gibt es auch Lampen, die man ohne Widerstand kaufen kann. Aber dann muss ich halt mich zu Hause wieder hinsetzen, habe nicht den richtigen Widerstand da, benutze vielleicht mal den zu kleinen, schließe es dann an falschen Trafo an, dann macht es einmal Puff. Da ist die Lampe kaputt und dann hat sich das Ganze nicht gelohnt. Wie ist denn das so im Allgemeinen? Weil du hattest gesagt, das ist das Letzte, was wir da anbieten. Es ist nicht das Letzte in dem Sinne, sondern aus dem Neuheitenkatalog. Rufen denn bei euch oftmals Leute an und haben Wünsche oder sagen, Mensch? Also Wünsche werden auf allen möglichen Wegen bei uns natürlich angebracht. Also es gibt Leute, die beim Kundendienst anrufen, es gibt Leute, die E-Mails schreiben. Dann haben wir natürlich hier auf der Messe die Möglichkeit, mit ganz vielen zu sprechen, die einfach täglich mit Modellbau zu tun haben, unsere Fachhändler, die permanent mit den Endkunden im Austausch sind, die das dann weitertragen an uns. Wir sind auch mit Endkunden im Austausch. Ich selber betreue zum Teil die Social-Media-Kanäle bei uns und lese auch da fleißig die Kommentare, auch wenn ich vielleicht nicht jeden beantworte, aber ich sehe, was draußen passiert und versuche mich dann entsprechend auch zu verhalten. Also Kundenorientierung steht ganz vorn bei Falla und das finde ich auch gut so, muss ich sagen. Und man hat es ja auch an der Auswahl der Produkte gesehen, die wir Ihnen heute hier mal so ansatzweise vorgestellt haben. Man kann natürlich noch viel, viel mehr entdecken in den Katalogen, das ist ganz klar. Es gibt Highlights, es gibt die Monatsmodelle, es gibt Lampen, was wir gesagt haben. Also es ist eigentlich im Grunde genommen für jeden was dabei. Die wichtigsten Spuren sind berücksichtigt worden, H0 und N. Dann seid ihr auch noch im Gartenbadenbereich unterwegs. Den dürfen wir nicht vergessen, weil das ist dir, glaube ich, schon mal mit Hendrik Mielke passiert. Wir haben hier auf dem Messestand so eine richtig schöne Gartenbahnanlage. Ich sehe es auch laufend rumfahren hier. Ja. Ständig die Lok vorbei. Und da picke ich mir jetzt noch schnell ein kleines Thema raus, was ich persönlich ganz schön finde, so eine Forsthütte. Weil das, ja,
wenn man schon so einen bewachsenen Garten hat oder eine Gartenbahn, kann man so eine Forsthütte ganz gut dazu bauen. Und den passenden Förster kann man sich natürlich noch dazu kaufen. Also wir produzieren mittlerweile oder bieten dem Kunden an, Figuren in Spurgröße G, also 1:22,5 bis dann bald auch Z. Im Prinzip kann dann die kleine Figur die große halten, nee, umgekehrt, die große Figur die kleine halten. Was die Filigranität und die Bemalungsqualität von den Figuren angeht, das kann man sich gerne mal bei uns online wie offline angucken in den verschiedenen Bildern. Die sind so perfekt bemalt, das kriegt, glaube ich, so der Durchschnittsmodellbahner nicht so gut hin. Also ich selber übe mich auch immer mal wieder im Figurenbemalen, das funktioniert einigermaßen, aber wenn es halt von den Profis gemacht wird, sieht es halt einfach nochmal besser aus. Meistens so. Wenn Profis was machen, sieht es immer besser aus. Ja, wie gesagt, Gartenbahn ist ja immer ein Thema. Es gibt ja auch die Schar der Leute, wird ja immer größer. Und ich finde es immer hochinteressant, was im Gartenbahnbereich, wenn man mal jemanden besucht, der gerade durch den Garten seine Eisenbahn fahren lässt, wie toll das aussieht, wie viel Mühe die sich geben. Dann hört man sehr oft, ja, es gibt immer so wenig im Gartenbahnbereich. Also ich kann Ihnen versichern, liebe Freunde, bei Faller ist das nicht der Fall. Ja, es kommen immer mal wieder Kleinigkeiten dazu. Was wir zum Beispiel auch wirklich als richtig, richtig Neuheit noch haben, jetzt schon ein bisschen älter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob schon in Auslieferung oder nicht, ist so ein kleiner Marktbrunnen, den man auch unten an eine Wasserpumpe anschließen kann. Und mit Echtwasser in G bietet sich natürlich auch super gut an, weil in H0 sieht halt Wasser noch nicht so realistisch aus. Aber je größer mein Maßstab wird, desto besser sieht Wasser aus, weil ich halt immer näher an die echten Eigenschaften des Wassers komme. Da muss ich ihm recht geben. Wenn es größer wird, ist es besser. Ich muss mal wieder zurückschwenken. Sie wissen schon, auch eine Mühle mal bekommen von Faller und die hatte einen Wassertank drunter. Und dann war oben an dem Berg so ein Stöpsel, da musste man das Wasser regulieren. Und da die Pumpe richtig gearbeitet hat, hat sich laufend der Stöpsel verschoben. Und dann irgendwann war das kein Wasserrad mehr, sondern mehr oder weniger eine Turbine. Aber trotzdem hat es viel Spaß gemacht. Also mit echt Wasser habt ihr schon lange rumexperimentiert. Ja. Das Gebäude gibt es tatsächlich immer noch im Sortiment. Und ich habe es auch bei einigen Kunden draußen wieder gesehen. Sicherlich macht man das nicht jeden Tag an da und füllt da Wasser rein. Aber es ist doch eine witzige Spielerei. Ab und zu mal ein bisschen Wasser reinkippen und dann läuft die Mühle da mit dem Wasser. Und da kommt einfach der Spielgedanke wieder richtig auf. Das hat dann nicht mehr unbedingt so viel mit perfektem Modellbau zu tun. Aber darauf kommt es ja nicht immer an, sondern es geht mir eigentlich darum, mit dem Hobby Spaß zu haben, die Zeit schön zu verbringen und einfach eine gute Zeit mit unseren Produkten zu haben. Das denke ich auch und das ist ja fast das perfekte Schlusswort, muss ich sagen. Letzte Frage habe ich aber trotzdem noch, ist halt so, so sind wir eben. Es gibt ja im Bereich Modellbahn und bei den Modellbahnfirmen, es klang ja auch hier und da schon immer wieder an, Probleme im Lieferbereich, Lieferketten etc. pp. Wie sieht es denn eigentlich bei euch aus? Habt ihr da jetzt drunter zu leiden? Also jetzt richtig zu leiden zum Glück nicht. Es gibt sicher Branchen, die es deutlich schlimmer getroffen hat. Aber trotzdem, die Problematiken bestehen zum Teil nach wie vor. Also nur weil man medial vielleicht nicht mehr so viel davon mitbekommt, hat sich das nicht von heute auf morgen geändert. Also die ganzen Lieferketten sind halt einfach durch verschiedene Situationen, auch mit Corona, so durcheinander gekommen, dass die einfach eine Weile brauchen, um sich wieder richtig, dass sich da dieser Kreislauf wieder richtig bildet. Und da bitte ich dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle um ein bisschen Verständnis, wenn das Modell nicht zum versprochenen Liefertermin kommt, sondern vielleicht mal 14 Tage später oder so, weil es teilweise herausfordernd sein kann, die richtigen Materialien zu beschaffen, die einem dann versprochen werden. Jetzt zum Beispiel beim Printbereich hat sich es wieder deutlich besser gelegt. Aber es war dann teilweise so, man hat Papier bestellt und hat dann kein endgültiges Lieferdatum mehr bekommen, sondern nur unter Vorbehalt. Und man musste dann entweder das Papier halt nehmen, was man kriegt, oder es gibt keinen Neuheitenprospekt. Und das ist halt natürlich extrem schade, weil mir selber geht es auch so. Ich bin sehr medien- und online-affin und ich blätter trotzdem gern in den Zeitschriften und guck mir die Modelle da nochmal an, weil dieses haptische Gefühl dabei noch zu haben, ist einfach was Schönes.
Das denke ich auch. Er hat wieder ein tolles Schlusswort gebracht. Und ich sage Ihnen nur noch hinterher, ich sage es gerne nochmal, auch in der Branche, Geduld ist die schwierigste Form der Tapferkeit. Also wir müssen uns hier und da gedulden. Sind Sie, liebe Modellbahner, draußen vor dem Bildschirm, nicht immer gleich böse. Die Modellbahnindustrie macht nichts und die sind und was weiß ich. Es liegt oftmals nicht an der Industrie. Auch die bemühen sich da wirklich, Ihnen Ihre Wünsche zu erfüllen und das, was in den Katalogen gedruckt wurde, auch termingerecht auszuliefern. Aber, wir werden wahrscheinlich noch 1, 2, 3 Jahre brauchen, ehe sich das wieder alles normalisiert. Ne? Das fürchte ich leider auch, aber in Geduld waren wir doch schon immer gut. Ja, kannst du's nicht. Und ja. Es wird sich irgendwann wieder legen und ich habe ein gutes Bauchgefühl und dann denke ich doch, wird es was. In dem Sinne, liebe Freunde, das war die Neuheitenpräsentation 2023 von der Nürnberger Spielwarenmesse. Ich hoffe, es war wieder interessante Sachen für Sie dabei, wo Sie sagen, da habe ich schon lange drauf gewartet oder das wollte ich mir schon lange mal anlegen. Also wie gesagt, wenn Sie das eine oder andere hier vermisst haben in der Vorstellung, gucken Sie durchaus mal in die Kataloge rein, laden Sie sich runter. Das ist überhaupt kein Problem. Und ja, dann verabschiede ich mich hier von dieser Stelle, von der Nürnberger Spielwarenmesse. Bedanke mich bei dir, Andreas, dass du so geduldig warst und Rede und Antwort geliefert hast. Und ich denke, wir laufen jetzt auch gleich nochmal gemütlich, wenn die Kameras dann aus sind, hier über den Messestand und gucken uns nochmal alle Highlights in echt an. Und da mache ich jetzt nochmal ein kleines bisschen Werbung hier für die Messe. Dieses Jahr können ja Sie als Endkunden hier auch auf die Messe kommen oder konnten, je nachdem, wann deine Sendung kommt. Ja, Morgen da. Also in dem Fall gibt es die Möglichkeit, hier noch auf die Messe zu kommen. Es gibt vielleicht, bei uns gibt es viel zu gucken. Also wir haben dieses Jahr echt richtig Anlagen mit dabei. Man kann viel gucken und sich inspirieren lassen mit verschiedenen Bauideen und vorbeikommen, gerne hier vorbeikommen. Wir freuen uns über jeden, der vorbeischaut. Und sicher eine schöne Möglichkeit, mal für einen Endkunden hier einfach mal so auf die Fachmesse zu kommen. Ja. Und ich verrate dir, wenn wir dann gleich gehen, wo der erste Kreisverkehr war. Das sollen Sie raten, liebe Leute. In dem Sinne, vielen Dank, wo immer Sie uns auch zugeschaut haben. Herzlichen Dank dafür, dass Sie eingeschaltet haben. Und ich denke, es hat sich gelohnt. Machen Sie es gut. Andreas Braun, bis dahin. Alles Gute. In dem Sinne, Ihr Frank Buttig. Tschüss.